Zeit für ein wenig Vitamin E und A. Einsacken und auffüllen. Kannst du es gebrauchen? Dann greif zu. Hier drüben. Du hast 10 Minuten, um dir alles zu schnappen, was du brauchen kannst. Aber pass auf, der Sturm kommt immer näher. Der Sturm wird dir Schaden zufügen. Also bleib in Bewegung und behalt die Karte im Auge. Bonusziele sind im Spiel. Nachdem Willow an Bord war, erschloss sie uns eine ganz neue Zielgruppe. Mutige Teamgeister ohne zeitgemäßen Sinn für Mode und mit wen interessiert's Attitüde? Genau. Wer will schon ewig in krassigen Roben und gestärkten Fracks durch die Moore schweben? Die Toten gierten nach coolen Klamotten und möglicherweise Rache. Aber unser einziger Stammkunde war Dennis. Echt? Dennis? Wusste nicht, dass er so auf Freizeitkleidung steht. Hey, nur weil ich seit 10 Jahren dasselbe T-Shirt trage, heißt das nicht, ich hänge in der Vergangenheit fest. Außerdem, vielleicht will ich ja eines Tages mal auf ein Date gehen oder so. Aber nicht in den gekauften Klamotten. Wieso sollte ich sämtliche Sachen von dir tragen? Das wäre ja... peinlich. Gut zu wissen, dass ich das jetzt weiß. Also, Fall erledigt. Ich bin verzückt, erschüttert von dieser traurigen Fast-Fashion-Geschichte. Aber Angst habe ich immer noch nicht. Moment noch. Unser furchterregender Absturz geht ja erst los. Die Geister kauften nichts mehr. Unser Kundenstamm war fort. Die Wölfe standen vor der Tür. Ah, endlich. Der gruselige Teil. Metaphorische Wölfe. Meine Brocken langweilen sich wieder. Warte, deine Zeit kommt noch.
Was musstet ihr eure verbliebenen Hosen schreiben? Nein, sie gingen in den Besitz von jedermanns Lieblingshirn im Glas über. Einem so unklugen Geschäft würde ich nie zustimmen. Selbst wenn du dein eigener Chef sein könntest? Ich wäre ein guter Chef. Mit deinem eigenen Zeitplan? In der Tat sehr ansprechend, da ich inzwischen weder Zeit noch Uhren verstehe. Aber meine Brocken zögern noch. Willkommen bei Leben, Lachen, Loungewear! Noch 5 Minuten! Sack! Alles ein! Zuschnappen und zügig wieder los. Es geht heimwärts.
Herausforderung erfolgreich. Gute Arbeit, Team. Also, war das die ganze Geschichte? Mein Kapitel endet, aber deins hat gerade begonnen. Bleib dran und bald bist du ein Anzug jünger Sondergleichen. Besprechung. Bin ich eingeladen? Nein. Leute, wir müssen uns echt was einfallen lassen. Das war nicht gruselig. Willow, bitte sag mir, du kennst eine Gruselgeschichte. Nein, vergiss es. Nichts da. Ich könnte in den Brunnen zurück. Wenn ich dadurch vorgekramt Teil 2 entkomme, vielleicht. Ah, Fortsetzungen! Okay, aber diesmal nehme ich Snacks mit. Dennis, Alter, zeig etwas Willen zur Selbsterhaltung. Ich bitte dich.